Servus Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen weiteren Adventskalender-Türchen. Ja, wir haben jetzt schon den zweiten Advent, das heißt fast die Hälfte der Adventszeit ist leider schon um. Und wir spielen heute anlässlich des zweiten Advents ein weiteres Weihnachtsspiel, das heißt Wash Wash Santa und lässt sich auf der Seite spielen.com ja, finden. Ich werde einen Link von diesem Spiel selbstverständlich in die Beschreibung reintun und wir starten jetzt natürlich erstmal. Es geht einfach darum, einen Weihnachtsmann, statt mal hier, einen Weihnachtsmann auf der Straße zu steuern und der irgendwie dann so Geschenke zu hinschaffen, keine Ahnung. Wir lesen einfach mal das Tutorial, lenke mit dem Pfeiltasten, okay. Das haben wir gerade auch schon gemacht, klappt gut. Beziehungsweise wie er immer 90 Grad einfach mal den Lenker dreht. So, Münzen müssen wir einsammeln, okay. Also Standard schon mal. Behalte den Verkehr im Auge, okay. Also Verkehr gibt es hier komischerweise auch, verstehe ich nicht auf der Straße, aber ja, es gibt Sachen, die muss man ja nicht verstehen. So, wirf mit der Leertaste ein Geschenk, sagen sie hier. Ich weiß noch, dass wir übrigens auch Geschenke aufnehmen können, also das wird noch sehr, sehr spannend hier. So, da haben wir einen Kunde, das heißt, der Kunde kriegt jetzt erstmal ein Geschenk. Ein kleiner, am Straßenrand spielender Junge, der hoffentlich gleich vom Auto überfahren wird. So, natürlich crashen wir voll gegen das Auto und eine kleine alte pädophile Oma, die am Straßenrand auf den kleinen Jungen wartet. Wow, super. So, wir haben einen weiteren Kunde. Wer ist denn diesmal zur Bescherung angekommen? Aha, der Vater vom Jungen, okay. Musst du einmal 500 Meter weiter zurück, dann findest du deinen lieben guten Sohn, ne? So, wir kümmern uns in der nächsten Kunde. Ein besoffener Weihnachtsmann. Cool. Okay. So, dann haben wir noch einen Kunden. Ich denke mal, das ist der letzte. Jetzt gehen wir voll Risiko. Boah, leck Baus. So, die Freundin von dem kleinen Jungen. Und wir haben die Lieferung abgeschlossen. Toll. Kleiner Applaus für mich. Ja, ich muss sagen, das Spiel ist, ja, recht okay, muss ich mal sagen. Also, es macht irgendwie schon so minimales bisschen Spaß. So, wir gehen in die nächste Welt. Also man hat auch sehr, sehr viel Abwechslung hier mit verschiedenen Welten. Man sieht ja auch gleich die Häuser und so, alles ganz anders. Jetzt müssen wir sogar ein Geschenk in fahrende Autos werfen. Also der Schwierigkeitsgrad steigt hier schon ganz schön, muss man jetzt mal sagen. Das ist nicht ohne, meine lieben Leute. Da müsst ihr schon ein bisschen aufpassen. Wir müssen 10 Kunden bedienen. Du darfst noch kein Auto fahren, ne? 10 Kunden müssen wir bedienen. Häng dich nicht aus dem Fenster raus, das blockiert nur den Verkehr. In deinem Dickschädel da. So. Und was auch beeindruckend ist, ist wirklich diese abwechslungsreiche Charaktere hier. Und wie sich die Leute einfach mal Weihnachtsschmuck direkt ans Auto ranmachen. Also muss man schon sagen, Respekt. Können wir einfach, ja, wir können auch einfach so mal ein Geschenk werfen. Du darfst kein Auto mehr fahren. Ein weiterer Kunde. Ich bin mal gespannt, wie das dann auf der nächsten, in Anführungsstrichen, Schwierigkeitsstufe ist. Ah, wir können auch ein bisschen beschleunigen und abbremsen. Cool. Cool, cool, cool. So. Perfekt. Haben wir wieder den kleinen Jungen beschenkt? Ach, das Geschenk habe ich jetzt ein bisschen verpasst. So, wir haben schon 13 von 10 Kunden bedient. Das heißt, wir haben quasi einen neuen Highscore aufgestellt. Ja, schön. So, dann würde ich sagen, wir machen... Oh, wir haben ganz schön viele Punkte hier gefarmt. Respekt, ey. Dann würde ich sagen, wir machen noch die dritte Welt. Es gibt 4 sogar, okay. Schließen Sie Level 3 ab, um das vierte zu spielen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal Level 3. Und danach machen wir noch Level 4. Von diesem unglaublich anspruchsvollen, guten, grafisch gut designten Spiel. Also wie gesagt, es ist ein Browser-Spiel. Also da muss man schon ein bisschen Abwege ziehen. Man kann nun mal nicht alles im Leben haben. Boah, ich bin in Scheiße gefahren. Mist. So, wir beschleunigen hier natürlich mal ein bisschen. Oh, 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 oh. Das erste Geschenk, was wir daneben geworfen haben. Das ist natürlich nicht so toll. Ey, das zweite. Scheiße, scheiße. Ey, jetzt muss ich aber ein bisschen mehr aufpassen hier. So, das haben wir abgeschlossen. Wir sehen wieder nichts. Oh, da kommt richtig Weihnachtsstimmung über, ne? Ah, oh, also es geht hier wirklich darum, jeden Dreckbollen auf der Straße mitzunehmen. Das ist wirklich wichtig in diesem Spiel. Weil Auto waschen bzw. Moped waschen muss sich ja am Ende auch lohnen. So, wir haben 9 von 15 Leute schon beschenkt. So, beschenken wir unseren Bruder. Okay, oh, jetzt haben wir wieder einen verpasst. Also ich muss sagen, langsam wird es schwerer.
Vor allem, wie das den Leuten im Lamborghini einfach mal nichts ausmacht, dass wir voll gegen der Auto crashen. Das ist schon irgendwie ein bisschen strange. Ach, den Trackpoint haben wir leider verpasst, okay. Naja, scheiß drauf. So, Nutte am Straßenrand schön beschenken, ne? Okay, der will noch ein Geschenk, los! Na, ah, fang das Ding, los, fang das! Und du auch! Willst du mich eigentlich verarschen? Sag mal, nur weil da so ein Lamborghini davor war, das ist so ein flaches Ding, da kannst du einfach... Naja, wir haben 15 von 15 Leute beschenkt, also Respekt, wir haben alles geschafft. Wohl nicht überdurchschnittlich gut dieses Mal, aber ich muss schon sagen, wir haben da ganz schön was hingerissen. Und sogar mehr Punkte als im vorherigen Level. Respekt, muss ich sagen. Echt. So, ein weiteres Weihnachtsspiel. Wir starten mit Level 4. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie sich der Schwierigkeitsgrad hier steigert. Also man merkt schon, wir sind extrem schnell. Wir fahren hier gerade mit 150 in der Innenstadt. Eigentlich müsste irgendwann mal eine Polizei oder so kommen. Aber na gut, okay. Ja, mit Realismus darf man bei solchen Spielen eigentlich nicht geizen. Das war jetzt unlogisch, aber Realismus bei solchen Spielen wäre ja schon irgendwie ein Handicap, also das wäre nicht so toll. So, ein Double Kill konnten wir leider nicht vollziehen. Perfekt. Wir haben schon noch 8 von 30. 30! Sag mal, hast du irgendwas hinter dem Auto kleben? Ja, lächel nur schön. So. Ich habe mich für den im langweiligen BMW entschieden, nicht für den im Lamborghini, aber jetzt, komm, den Lamborghini-Typen müssen wir beschenken. Los, nein, ich... Oh, fang das Ding! Mensch, doofe Tante hier. Wir beschenken den unserem Bruder mit ausgelatschten Zehen. Und mal wieder ein kleines Kind hier. So, wir haben 13 von 30 Leuten beschenkt und ich denke mal, wir haben mindestens die Hälfte schon verpasst von den Leuten. Och, Mensch. Ja, ich hab doch schon geschmissen, Mensch. Ich hab doch... Oh, ich hab auf die Leertaste gedrückt. Mensch, wie es hier abgeht. Das ist echt Katastrophe. Na, dann los hier auf dem Gehweg fahren mit 150. Ja, gut. Egal. Passt schon, ne? So, haben wir wieder einen verpasst. Und wir haben wieder einen Trackball mitgenommen. Das heißt, das gibt extra Punkte. Jawohl, wieder ein paar extra Punkte. Peace, ey. Oh man, die Animationen von unserem Weihnachtsmann sind auch die besten. So, da freut sich mal wieder einer. Sind wieder in den Trackpoint reingefahren, das ist schön. Ah, ein weiteres Geschenk, cool. Cool, 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 coole Sache. Und noch ein. Also ich würde sagen, wir behalten schon noch ein bisschen für uns, oder? Das geht ja, Alter, wir beschleunigen immer schneller. Das geht ja nicht, wenn wir hier, den Leuten alles schenken und für uns bleibt am Ende nichts übrig. Das wäre irgendwie, naja, nicht unbedingt die intelligenteste Weise eines Weihnachtsmanns. So, Auslieferung leider fehlgeschlagen. Gut, egal. Die Runde war auch echt anspruchsvoll. Ich hoffe, euch hat mal diese Art des Let's Adventskalender Specials gefallen. Heute mal ein bisschen lustiger. Ich weiß nicht, ob das lustig war. Sagt mir, ob es lustig war. Ich dachte einfach, so ein seriöses Spiel, das kann man einfach nicht verarschen. Da muss man wirklich ernst bleiben und ich hoffe, das habe ich jetzt auch eingehalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir hören uns in der nächsten Folge vom Adventskalender Special wieder. Wir sehen uns dann am Montag wieder mit einem weiteren Let's Play oder heute noch mit einem Commentary oder sowas ähnlichen. Ich verabschiede mich. Bis dann. Ciao.